Aufstieg geschafft. Wie sind die Emotionen? Ja, bis jetzt. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie so über Relegation geschafft, aber es ist unbeschreiblich wirklich. Es ist der Hammer, es ist der Wahnsinn. Vor allem ein Jahr lang, es ist Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht sagen. Endlich mal geschafft, ist gut. Gefällt mir. Wie habt ihr es heute geschafft? Kampf, nur Kampf. Wir waren gefühlt nach 45 Minuten platt, aber unser Teamgeist, unser Wille, unser Trainer, die Fans haben uns alle nach vorne gepeitscht. Und dann mit dem Martin, der zwei unglaubliche Kopfballtore gemacht hat. Ja, so Spiel, so Glück, so viel Glück brauchst du, um solche Spiele zu gewinnen. Ja! Als das Siegtor gefallen ist in der Nachspielzeit, was war da los in euren Köpfen? Was war los in deinem Kopf? Es war einfach nur Erleichterung, weil, wie gesagt, wir haben schon noch immer dran geglaubt, aber von Minute zu Minute wurde die Füße schwerer. Man konnte einfach nicht mehr und ja, irgendwie, wie gesagt, da braucht man Glück, um solche Spiele zu gewinnen. Und das haben wir gerade. Für dich ist es ja bei deiner Laufbahn beim Pflegen ist es ja das Abschlussspiel, der Abschluss mit dem Aufstieg. Du gehst nach Eppingen. Ja, hätte man sich einen besseren Abschluss wünschen können? Eigentlich nicht. Nee, auf jeden Fall gemischte Gefühle jetzt natürlich, aber ich muss den Schritt machen. Ich will nochmal zwei Klassen höher mich beweisen. Aber so einen Abschied habe ich mir gewünscht seit dem Zeitpunkt, wo feststand, dass ich wechsle. Und Gott sei Dank haben wir es dann heute geschafft. Und kannst du uns einen Ausblick geben, wie es für dich in Eppingen weitergehen wird? Ja gut, ich muss mich erstmal, denke ich mal, in die Mannschaft finden, beißen. Das ist nicht gesagt, dass ich hier Stammplätze geschenkt bekomme. Ja, ich muss schon ordentlich Gas geben, dass ich da einen Platz in der Mannschaft finde. Florian, dann danke ich dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Erfolg und frohes Feiern. Ja, danke.